Hallo ihr Lieben, ich freue mich, euch wieder ganz, ganz herzlich hier begrüßen zu dürfen. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid und jeder, der neu hinzugekommen ist, herzlich willkommen, schön, dass du da bist und alle anderen, ich danke euch von Herzen für eure Treue und vor allem auch für das Vertrauen hier. Und auch das Vertrauen möchte ich auch gerne ansprechen in den persönlichen Readings und auch die liebe Anne. Anne Angel hat hier auch ein. Übrigens, liebe Anne Angel, vielen, vielen Dank, dass du dich wieder für die Kanalmitgliedschaft entschieden hast und wieder zurückgekommen bist. Ein ganz großes Dankeschön. Schön an dich und auch dein Kommentar wirklich von ganzem Herzen danke, dass die Mutzusprache so gut getan hat und auch die Legung, ne? Auch wenn sie manchmal nicht ganz so das ist, was man hören möchte, aber den Tatsachen einfach auch mal ein bisschen ins Auge blicken und vor allem man sieht dann auch, was kann man noch tun? Gibt es noch was? Und vor allem, was ist es, was man tun kann? Na? Und also vielen lieben Dank, liebe Anne, und auch an alle anderen für eure herzlich lieben Kommentare. Also die berühren mich wirklich immer so sehr, weil ich so sehr zu schätzen weiß. Und vor allem, wenn ich dann auch immer lese, wie ihr für euch selbst dasteht und ja, wie euch dann auch die Legungen oder die Energie, wie ihr in die Energie auch mitgeht. Und dann so diese, ja, diesen Schwung aus so diesem Tristen, wo man sagt, ach nein, heute ganz, ganz blöder Tag und doof und ne? Und dann einfach diese Energie, wenn hier diese positive Energie ist, ne? Einfach so dieses, wow, ja, alles klar, ne? Ich weiß, ich hole mir heute das Beste aus dem Tag raus und, und. Das ist immer so schön, ihr Lieben. Ja. Und wie ja schon gestern angekündigt, machen wir heute die Legung der aktuelle Stand zwischen dir und deinem Gegenüber. Ich habe euch beide ja schon rausgelegt. Bei dieser Legung ist es ganz, ganz wichtig, sage ich immer mit dazu. Wenn ich hier diese Seite anspreche, kann es aber auch sein, dass es diese Seite ist, die dich betrifft. Ne? Also, dass es hier wirklich auch spiegelverkehrt ist. Dass es hier im Kollektiv, nur fürs Kollektiv, in den persönlichen Readings auf gar keinen Fall. Und ja, da schauen wir jetzt mal, wie es denn bei dir aktuell so aussieht, was da los ist. Ne? Und dann schauen wir auch bei deinem Gegenüber. Ihr wisst ja, wir sind hier wieder im Kollektiv. Die Legungen können nicht für jeden zutreffen. Und die Personenkarten sind geschlechterneutral. Ne? Also da bitte nicht auf die Personen direkt achten, sondern das bist du, das ist dein Gegenüber, männlich wie auch weiblich. Ne? Aber wie gesagt, hier kann dieser Legung kann es sein, was es auch spiegelverkehrt ist. Na? So, dann schauen wir doch mal, wie es denn bei dir aussieht. Und wisst ihr was, ich finde es so toll, weil jetzt ist wieder die Zeit, da ist der Specht da. Und morgens, weil ich habe mir das Fenster auch gekippt habe, leichter oder halt stärker gekippt, je nachdem, wie kalt es draußen ist. Und dann ist immer so schön, wenn der Specht dann so dieses Guten Morgen sagen oder auch die Vögel jetzt mittlerweile wieder und dann auch so tagsüber, wenn ich mir mal die Fenster offen habe. Also es ist immer irgendwie total schön. Also es zaubert mir immer ein Lächeln ins Gesicht. Ich sollte ihm vielleicht mal einen Namen geben, dem Specht. Ha? So, dann schauen wir mal bei dir. So. Ja, deine Gedanken, die kreiseln. Die machen hier einen Kreiszug. Und hier sehe ich bei dir schon sehr, sehr stark die Tränen. Die Tränen, die Sorgen. Tränen, Sorgen, ja, was dich hier sehr, sehr stark auch noch mit beschäftigt. Und dann schauen wir jetzt nochmal, was wir hier haben. Ja, das war mir eigentlich fast klar. Und dann hätte ich aber schon, ja, wow, okay. Ja, also hier ist, bei dir sehe ich, das sind so diese Sorgen, deine Gedanken. Und du kreiselst so sehr in deinen Gedanken hier rum und immer wieder tauchen hier die Sorgen auf. Sollst du was tun? Sollst du nichts tun? Ist es das Richtige, wenn du das tust? Ist es das Falsche? Was sollst du am besten tun? Ne? Und hier dieses, du stehst, als ob du zwischendrin stehst. Ne? Weil hier die Liebe ist sehr, sehr, sehr stark da von deinem Gegenüber, also zu deinem Gegenüber. Und hier ist auch, du weißt, dass dein Gegenüber für dich der Richtige ist. Bist aber trotzdem an einem Punkt, du weißt es ja, du spürst es, die Liebe, ne, dein Herz ist so, die Liebe ist sehr, sehr ausgeprägt, sehr intensiv deinem Gegenüber. Aber hier ist trotz alledem, dass du immer wieder an einen Punkt kommst, wo du denkst, ist er es wirklich? Ist er es wirklich?
Und dann kommen so die Erinnerungen, was mal gewesen ist. Vielleicht wart ihr schon mal in einer Beziehung. Vielleicht geht es auch schon ziemlich lange zwischen euch, weil daraus kann ich jetzt aus dieser Legung nicht explizit was sagen, ne? Ob jetzt hier schon mal eine Beziehung gewesen ist. Deswegen sind es hier mehrere Möglichkeiten. Ich kann immer nur das sagen, was jetzt wirklich auch gezeigt wird. Und da ist immer wieder so dieses, die Tränen. Die Gedanken immer das, was da mal gewesen ist oder dass es nicht vorangeht, dass es schon länger so geht und dieses, du möchtest ankommen. Du möchtest ankommen, weil du bist für dich bei dir. Es ruckelt hier ein kleines bisschen. Es schwankt immer so ein Stückchen hin und her. Ne? Aber du möchtest so dieses, du bist hier sehr familiär, was ich auch sehe. Du hast hier so hart, sehr viel Wärme und diese Liebe, die du gibst. Und du möchtest auch, dein Wunsch ist auch sehr stark hier, dass dir das alles auch wieder entgegengebracht wird. Das heißt alles, aber dein Wunsch, deine Sehnsucht ist, dass dir auch Liebe entgegengebracht wird. Weil wie gesagt, du bist sehr familiär. Bei dem einen oder anderen hier sehe ich auch, dass da ein Kind ist. Muss nicht bei jedem sein. Und zielstrebig bist du. Und das bist du schon eine ganze Zeit lang, deinem Wunschpartner gegenüber. Aber eben, wie gesagt, da kommen immer wieder dann so Momente aktuell bei dir, kann auch sein, dass es schon seit ein paar Wochen ist, dass du sagst, ist das wirklich? Oder du hörst irgendwas von jemand anderem und denkst dir, nee, okay, will ich gar nicht mehr. So, und das sind aber so kurze Sequenzen und dann kommt das Herz wieder und sagt, hallo, guck mal, hier, ne? Ganz, ganz tolle, ne? Dein Wunschpartner da, ne? Also bringt dann immer so diese Erinnerung hier wieder das Herz und dann kommt immer wieder diese Traurigkeit, diese Enttäuschung, was sollst du tun? Aber ich sehe dich hier schon sehr, sehr weit, vor allem sehr weit für dich selbst, dass du die Liebe zu dir selbst schon das größte Stück gegriffen hast, also ein ganz kleines Stückchen fehlt jetzt vielleicht schon noch, aber es ist, für mich ist es eigentlich fast nichts mehr, ne? Wo ich jetzt sage, hier, da fehlt noch irgendwas von dieser Legung. Weil du sagst, du weißt, dass du glücklich bist. Und du sagst auch, okay, mit deinem Wunschpartner weißt du, wäre es die Ergänzung zu deinem Glück. Absolut. Und ich sehe aber auch hier, dass du irgendwas fühlst. Du spürst was. Weil du bist hier sehr ruhig. Ich habe die Ruhe so bei dir. Klar, hier von anderen Seiten kommt immer mal so ein bisschen was, was dich so ein bisschen immer wieder diese Entscheidung, so dieses, ja, eben, was ich vorhin gesagt habe, was du hörst oder so, was dich dann ein bisschen so in Schwanken bringt, ne? Dieses, nö, will ich gar nicht mehr. Aber im Grunde genommen sehe ich hier, dass du in deinem Inneren spürst, dass jetzt hier wirklich was in Bewegung kommt, weil du im Ausgleich mit dir selbst bist. Du bist im Gleichgewicht mit dir selbst. Und du hast das Gefühl, also hier sehe ich sehr, sehr stark die Gefühle, dass du dieses Gespür, was du hast, dass hier was in Bewegung kommt. Und das hat mit der Verbindung mit deinem Gegenüber zu tun. Aber ich sehe hier auch so ein bisschen, dass du auf dem Weg bist. Also da hapert es noch ein bisschen und möchte auch diese Energie dir jetzt sagen, dass du ein bisschen in diese Ruhe auch reinkommst. Dieses Wann, na? Dass hier die Bewegung reinkommt. Und du bist so dieses Entspannte. Du hängst nicht mehr und klammerst da nicht mehr so fest. Oder wenn es noch ein bisschen ist, wie gesagt, die Energie möchte es dir sagen, dass du nicht mehr so dann auch, wenn so Momente kommen, dieses Festklammern, ja, das muss jetzt und nur er und dieses, ne? Sondern dass du einfach sagst, entspannt, ja, ich weiß, mir geht's gut. Klappt es mit ihm? Es ist absolut top, weil hier die Ergänzung zum Glück das i-Tüpfelchen. Aber du bist doch ziemlich entspannt, weil du für dich die Einstellung jetzt hast. Okay, du möchtest ihn, also hier gar keine Frage, ne? Dein Herz ist hier wirklich bei deinem Wunschpartner. Ich sehe aber hier auch, dass du weißt für dich, du kannst doch jemand anderen haben, ne? Also nicht, dass du jetzt händeringend draußen rumschießt und sagst, ja, du oder du, ne? Schauen wir mal. Sondern nein, weil du sagst, wenn da wirklich gar nichts mehr sich tut, dass du so in dieser Ruhe auch bist, weil du weißt, du wirst wieder in einer festen Lebenspartnerschaft, in einer festen Liebesbeziehung mit jemandem zusammen sein. Du weißt es. Und nicht so, wenn ich ihn nicht bekomme, mein Gott, dann bekomme ich gar keinen, ne? So, sondern nein, das ist der Punkt. Dass du ja einfach so dieses Entspanntere auch in dir hast, beziehungsweise bekommst, weil das ist das, die Energie möchte dir das sagen. Dass du hier, weil hier ruckelst, wie gesagt, ein kleines bisschen ab und zu mal,
Und da ist immer dieses Hin und Her, ne? Diese Schwere, dieses Schwierigkeiten, ja, was soll ich tun? Soll ich was tun? Soll ich nichts tun? Und immer wieder das, was wieder hergeholt wird, was mal gewesen ist. Vielleicht gab es eine Auseinandersetzung oder dass er dich geblockt hat oder irgendwas, ne? Wobei ich sage, also dieses Blockieren finde ich immer doof. Gut, ich habe da meine Einstellung ist, man kann immer über alles reden. Einfach auch mal den Mund aufmachen. Ne? Aber wenn man es selber möchte, das ist immer schwierig dann auch, was ich auch täglich mitbekomme, dass der Gegenüber dann auch bereit dazu ist. Ne? Und wie gesagt, weil du weißt im Allgemeinen, dass du wieder mit einem Mann in einer festen Lebenspartnerschaft zusammen sein wirst. Und das finde ich sehr, sehr schön, weil du für dich sagst, du bist jetzt hier nicht, du machst dich jetzt hier nicht abhängig, nur er, sonst keiner. Dein Herz sagt ja, natürlich, ne? Aber es ist für dich, dass du diese Ruhe einfach mehr hast und dieses Entspanntere. Und das ist sehr, sehr gut. Ich sehe hier schon, dass hier ein bisschen was hier auch in Bewegung kommen kann, ne? Schauen wir doch mal bei deinem Gegenüber, wie es denn hier so aussieht, was sich denn hier tut. Oder was da vielleicht aktuell los ist. Dann gucken wir mal, was denn da Sache ist. Du bist Sache. Du bist auf jeden Fall Sache, das kann ich dir sagen. Na, holla. Also, wow, hätte ich jetzt nicht gedacht. Naja, dein Gegenüber ist so, da tut sich mal was, dann geht er wieder in den Rückzug rein und dieses Rumgeeiere. Also da muss ich ja sagen, es ist ja, die Gedanken sind definitiv bei dir, das kann ich dir sagen. Und hier sehe ich auch, vielleicht hat dein Gegenüber so ein bisschen. Das Thema bei sich, vielleicht auch mit jemandem unterhalten, mit einem Freund oder irgendwie, kann auch sein, dass das Thema bei euch gewesen ist, ne? Dass hier vielleicht ein bisschen, ja, die Eifersucht war von seiner Seite aus. Kann jetzt hier gut, wird mir ganz, ganz, ganz dezent jetzt hier nur angezeigt, ne? Aber ich denke eher, dass es hier von dieser Legung her, von deinem Gegenüber so ist, dass er die Verbindung, vielleicht sich mit dem Kumpel unterhalten, aber deinem Freund, mit ja, Verwandtschaft, kann jetzt auch ein Onkel sein, Bruder oder irgendwas, ne? Sich unterhalten hat hier, was die Verbindung betrifft, weil dein Gegenüber hält schon ziemlich an dir fest. Der kann nicht von dir loslassen. Da geht gar nichts. Und hier, dass hier auch immer, dass er das, ja, dieses Gespräch vielleicht auch hatte mit jemandem, was, wo es um dich ansatzweise so ein Stück indirekt, sagen wir nicht ansatzweise, indirekt gegangen ist. Aber hier muss es ein Gespräch gegeben haben, was Beziehung, was Langfristiges, was Beständiges betrifft. Und also da sage ich, bist du vielleicht nicht unbedingt hier dein Name fallen, ne? Oder genau um sein Thema gegangen. Und dein Gegenüber sehe ich ein bisschen hier verschlossen, ne? Der ist da nicht so offen, über Gefühle und so weiter hier zu reden. Und dass da das Gespräch war, dass vielleicht ein Kunde oder irgendjemand oder ein Arbeitskollege, ne? Whatever. Irgendwas gesagt hat hier oder langfristige Beziehung und. Und dass das bei deinem Gegenüber hier auch ein bisschen was ausgelöst hat, weil er sehr stark darüber nachdenkt, auch mit dir, diese Erinnerung, was ihr mal hattet oder was ihr haben könntet. Und dass er das auch möchte. Also hier zu dieser Erkenntnis gekommen, du. Du oder keine. Mit dir weiß er, dass er hier alles hat, sein komplettes Glück, diese Liebe, die Fülle, alles. Hier und du bist treu. Eine Treue sieht dein Gegenüber auch. Und das hat er eine ganze Zeit lang nicht gesehen. Dich hat er nicht wirklich gesehen. Du warst da, ja, der Kontakt, vielleicht freundschaftlich, ne? Dass ihr auch rein nur freundschaftlich hier die ganzen Jahre vielleicht oder eine ganze Zeit lang Kontakt hattet. Und der das nicht wirklich so auch gesehen hat, so in die Tiefe auch gegangen ist. Weil ziemlich viel Unruhe sehe ich ja auch, die gewesen ist. Ne? Aber hier, sein ganz großes Thema ist Verbindung. Ist Verbindung und die Verbindung hier mit dir. Weil hier haben wir auch die Zielstrebigkeit. Schaut euch das mal an, das spiegelt sich hier auch wieder. Die Zielstrebigkeit, die Harmonie, dein Gegenüber möchte die Harmonie mit dir, weiß, dass es mit dir haben kann.
und dass er hier auch ankommen kann. Bei dem einen oder anderen sehe ich ja auch, dass der Gegenüber vielleicht, ja, weitere Entfernung. Ich habe hier eine weitere Entfernung, kann jetzt auch eine Grenzüberschreitung sein, ne? Und dass hier die Nähe wieder gezeigt wird, weil dein Gegenüber sagt, okay, er gibt jetzt hier sein Amt vielleicht ab oder diese Stelle oder irgendwas, eine Veränderung sehe ich hier, weil ich eine größere Veränderung hier liegen habe. Wirklich eine große Veränderung. Dass dein Gegenüber sagt, okay, kommt jetzt hier, vielleicht, dass er in deine Nähe zieht. Oder dass er vom Ausland zum Beispiel zurückkehrt. Ne? Das sehe ich hier auch. Und dein Gegenüber, wie gesagt, ist hier so ein bisschen immer wieder dieses, stresst ihn alles ziemlich. Das in seiner Situation, wo jetzt gerade ist, dass du nicht da bist, das tut ihm gar nicht gut. Weil hier ist, wie gesagt, sehr, sehr viel Gefühl. Er fühlt dieses Familiäre auch bei dir. Er fühlt diese Wärme von dir und das weiß er. Die Gedanken sind hier die ganze Zeit bei dir. Die Gedanken, ja auch, was sich hier widerspiegelt, sind bei dir und hier wird auch der Neubeginn gezeigt. Dein Gegenüber möchte hier was in Bewegung bringen mit dir. Er möchte Bewegung reinbringen, er möchte ja auch die Aktivität. Weil hier wird mir gezeigt, dass sein Herz wirklich ganz, ganz starke Gefühle für dich hat. Für dich. Und da, er ist immer weggelaufen. Den Gefühlen weggelaufen und dieses da, so dieses engstirnige, sture, das Ego. Na? Nein, das schiebe ich weg und das gibt es nicht. Und dieses Eingefahrene. Aber hier, dem kann er sich jetzt nicht mehr dagegen setzen, weil hier die Liebe ist stärker. Da ist so dieses Ego, was sagt, nein, das machen wir jetzt so und das geht nicht mehr und das war schon immer so gewesen. Und dann kommt das Herz und sagt, Edge, guck mal, ich habe mehr Kraft als du. Na? Also so sehe ich das hier. Und dadurch, dass das Herz das immer wieder sagt, liebes Ego, ich bin stärker, schau mal, was ich alles kann, ne? Und da, dem Gegenüber, ja, er lässt es jetzt wirklich auch zu. Er lässt die Liebe, das Gefühl zu. Er öffnet sich der Liebe zu dir, diese Herzöffnung, die ich hier sehe. Und das ist wirklich so viel Wärme, so was Wunderschönes. Und da sage ich auch, also ganz ehrlich, wenn ich jetzt diese Legung hier sehe, sage ich auch, eure Beziehung ist was ganz Harmonisches oder kann was ganz Harmonisches sein. Wenn, wie gesagt, da fehlt ja noch dieses Stück, dieses Miteinanderreden, weil lustigerweise oder interessanterweise sehe ich hier bei keinem von beiden ein Gespräch. Ja. Also hier, da stockt und hapert so ein bisschen, weil irgendwie du sagst, ja, okay, du bist hier ganz entspannt, ne? Du gibst jetzt, du investierst nicht mehr, also du gibst jetzt nicht mehr Vollgas, weil du sagst, so und so und so. Du hast diesen Druck hier komplett rausgenommen. Und dein Gegenüber immer wieder diesen Rückzug, dieses, naja, was soll ich, ich weiß nicht, und, ne? Also, dass wir hier mal ein bisschen Bewegung, das hier reinkommt. Aber dadurch, dass ich jetzt hier von den Aktivitätskarten, von der Bewegung, mehr Bewegung jetzt hier von seiner oder ihrer Seite sehe, habe ich eher die Vermutung, dass dein Gegenüber hier so ein bisschen auf Tuchfühlung bei dir geht. Also dass da so ein bisschen da die Bewegung reinkommt, dieses langsame Rantasten. Langsam, wie gesagt, langsam die Bewegung, ja, aber dieses nach vorne gehen. Weil ich ja sehr viel Aktivität, wie gesagt, habe. Also hier kann es auch sein, vielleicht, dass er dich mal anschreibt, anspricht oder so, vielleicht beruflich oder dass man irgendwas war, dass er irgendwas wissen möchte. Einfach so dieses Connecten wieder, ne? Also, sehr interessante Legung. Und jetzt schauen wir nochmal. Also, wie gesagt, da ist sehr, sehr viel Gefühl da. Weil hier, also ich sehe sehr, sehr ausgeprägt von deinem Gegenüber dieses, ja, diese Ausstrahlung, die du ihm gibst. Und da ist auch immer wieder die Gedanken. Dieses optisch schon alleine, ja, aber optisch ist bei deinem Gegenüber nicht alles, ne? Sondern hier wirklich, wie du bist, wie du mit ganzem Herzen da bist und auch deine Worte, deine Unterstützung, ja, wie du für ihn da bist, was du ihm gibst. Und das ist das, was deinen Gegenüber sehr stark berührt, weil er hier spürt, das ist ehrliche, echte, tiefe Liebe von deiner Seite. Und nicht nur irgendwas, dass du irgendwas von ihm willst, Geld oder sonst irgendwas. Das weiß dein Gegenüber. Dass du darauf nicht aus bist, dass du irgendwas ziehen möchtest oder irgendwie jetzt hier ihn verarschen möchtest oder mit ihm spielen möchtest. Und da, ja,
ist schon ziemlich viel Bewegung da, also positive Bewegung, was ich euch hier mitgeben kann. Und das finde ich auch sehr, sehr schön, weil das auch sehr viel aussagt, ne? Und jetzt schauen wir mal, was wir jetzt hier noch zur Klärung bekommen. Ja, was wir hier vielleicht noch mitnehmen können. Von der Tendenz, wie es denn hier so weitergehen kann, ne? Na, schauen wir mal. So, dann haben wir das auch. Oh, ich habe sogar vier. Okay, gut. Dann legen wir doch mal los. Also, wow. Also hier haben wir ja schon gleich mal, geht es ja schon mal los. Wir haben die 10 der Kelche. Also hier wird auch von euch beiden, also das auch nach dieser Legung sehe ich, das passt hier wirklich perfekt zusammen, weil hier die Zusammengehörigkeit, die Zugehörigkeit. Hier ist dieses, die Harmonie wird gezeigt. Also es kann hier eure Verbindung in die Harmonie gehen. Und die Basis ist absolut da. Die Basis ist komplett hier von einer Beziehung für eine harmonische Beziehung. Und ihr beide wisst doch, dass ihr zusammengehört. Und hier eine gemeinsame Zukunft wird hier auch angezeigt. Ihr habt euer Zuhause gefunden, ihr seid angekommen. Also das wird gezeigt von dieser Tendenz, dieses Ankommen von euch beiden. So, dann haben wir. Ja, gut. Da ist es immer so, hier ist auch die Verbindung, wird mir auch mitgezeigt. Aber hier heißt es auch, es fehlt noch so ein bisschen dieser Ehrgeiz, ja, da ist noch ein bisschen diese Ignoranz von deinem Gegenüber vielleicht auch, ne? Aber er spürt hier schon, dass da mehr diese Leichtigkeit auch zu sehen ist. Und hier haben wir das absolute Glück. Hier ist das größte Glück mit dabei. Weil hier wird es auch zwischen euch eine überraschend erfreuliche Entwicklung geben. Dass du auch was hörst oder dass ihr, ja, zufällig vielleicht euch begegnet. Oder, wie gesagt, er da aus irgendeinem anderen Grund versucht, mit dir Kontakt aufzunehmen. Weil hier sehe ich eine glückliche Wende. Die glückliche Wende haben wir hier, hier und hier. Na? Also da die Wende zum Guten. Glückliche Wende, Wende zum Guten. Und hier, dass dein Gegenüber nämlich auch eine Lösung findet, wie er jetzt hier das Ganze jetzt angehen kann, wieder mit dir diesen Kontakt oder wenn ihr Kontakt habt, Treffen habt, eine Ebene weiterzugehen. Das wird mir gezeigt. Also hier ist dieses Überraschende, also eine wunderschöne Entwicklung habe ich hier. Und hier wird nicht mehr Abhängigkeit von irgendwas oder irgendjemand anderem gezeigt. So, was haben wir denn noch Schönes? Ja, das ist sehr kelchreich hier, was ich sehe. Wir haben hier schon den Aufbruch. Den Aufbruch, aber immer dieses, ja, das habe ich jetzt hier mehr bei dir, immer wieder diese Enttäuschung, die du immer wieder so ein Stückchen weit herholst, ne? Dein Gegenüber ist hier immer wieder. Hat es geflüchtet, was wir ja auch haben, immer wieder die Flucht angetreten, weil er sich selbst immer so ungewiss war, was er jetzt wirklich auch tun soll. Und ja, hier ist auch dieses Verbissene, was immer gewesen ist. Ne? Also immer so dieses Lang und immer dieses Verbissene Nein, was ich ja vorhin gesagt habe, dieses immer daran festhalten, was mal war und diese Verhaltensmuster auch, die ich hier sehe. Aber hier, da tut sich wieder was. Also da kommt wieder Fülle in die Kelche. Na, da ist ja schon eigentlich alles komplett gefüllt. Wir haben es ja hier. 10 der Kelche. Es ist ja alles da. Es ist alles komplett da. Dieses ganz kleine Pupselchen hier fehlt hier einfach noch. Na? Und wie gesagt, bei euch beiden habe ich es aber. Du immer so dieses, du bist entspannt. Du sagst, okay, ja. Du gibst ja nicht mehr so diese Energie komplett rein. Dieses und jetzt, diesen Druck. Du hast diesen Druck komplett abgelassen oder lässt ihn weg, diesen Druck. Was dir diese Energie sagen möchte. Also wenn du immer noch so dieses, was kann ich tun, was soll ich da und her, dieses runterfahren, ne, möchte dir diese Energie sagen. Und schaut mal bitte, was wir jetzt zum Schluss noch haben. Last but not least, die Liebenden. Und die Liebenden, das sagt ja eigentlich wirklich alles. Also bedarf es eigentlich keiner weiteren Aussage, weil die Liebenden ist hier auch, wir werden die Herzen entscheiden, weil ihr gebt von ganzem Herzen dein Gegenüber.
entscheidet von ganzem Herzen aus, weil er sein Herz jetzt hört und sprechen lässt und es auch annimmt. Hier ist absolut eine wundervolle Beziehung, wird hier gezeigt, also wirklich eine Beziehung. Und dieses Zueinanderstehen. Dein Gegenüber will zu dir stehen, wie auch du zu deinem Gegenüber stehst, und das weiß er, weil du da immer weit, weit, weit voraus warst oder bist, als dein Gegenüber gewesen ist. Und ihr habt eine unwiderstehliche Anziehung miteinander. Das ist das ist Magie, das ist eine magnetische Anziehung. Und hier werden die Entscheidungen vom Herzen getroffen, Herzensentscheidungen. Und das ist das Miteinander, die Beziehung. Die Entscheidung geht hier in eine Beziehung. Meine Lieben, was für eine wirklich warme und wunderschöne Legung. Und ich wünsche euch von ganzem Herzen, glaubt bitte an euch und seht euch so wundervoll, wie ihr seid, und liebt euch selbst. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag und alles, alles Liebe für euch. Tschüss!